Gute Nachrichten aus der Chemie. Die Umsätze sind in den ersten 9 Monaten dieses Jahres um 13,7% gestiegen. Das haben die Chemieverbände Rheinland-Pfalz auf ihrer Jahrespressekonferenz in Ludwigshafen bekannt gegeben. Das freut uns. Wir sind in einer guten, in einer aussichtsreichen Situation, weil zwei Säulen da sind. Privater Konsum und Industrieproduktion, die auch in Europa angezogen hat, auch in den Krisenländern. Das freut uns besonders. Damit das so bleibt, forderte der neue Vorsitzende der Chemieverbände, Christian Metzger, eine nachhaltige Industriepolitik, die im Rahmen einer nach außen offenen sozialen Marktwirtschaft erfolgen sollte. Und dass der freie Zugang zu Rohstoffen und den künftig wichtigeren Märkten in Asien und Südamerika bestehen bleibt. Wir brauchen globale, freie Märkte für unsere Waren. Und vor allen Dingen muss auch zukünftig die Möglichkeit bestehen, dass wir wirtschaftliche Kontakte pflegen, um einfach den freien Handel aufrechtzuerhalten. Die weltpolitische Lage ist aber schwieriger geworden. Die Unsicherheiten haben zugenommen. Eigentlich keine guten Voraussetzungen für eine global sehr stark vernetzte Industriebranche wie die Chemie. Das Schöne ist nur, kurzfristig schlägt sich das noch nicht auf unsere Zahlen nieder. Brexit, USA, Katalonien, ja, das sind Risiken. Und auf längere Sicht, wenn sich das nicht bessert, wird das auch zu Schwierigkeiten führen. Aber aktuell leiden unsere Firmen noch nicht stark unter den Risiken in der Welt. Um ihre Wettbewerbsposition zu stärken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, will die deutsche Chemieindustrie rund 1 Milliarde Euro in die Digitalisierung ihrer Betriebe investieren. Der Schlüssel für die Verknüpfung von digitalen Dienstleistungen mit den Produkten und für eine zusätzliche Wertschöpfung. Ich denke mal, auch da brauchen wir die Unterstützung in Zukunft von der Politik. Auf der einen Seite muss auf jeden Fall die Innovationsförderung stehen. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch nicht in unseren wirtschaftlichen Freiheiten, in unseren betrieblichen Freiheiten eingeschränkt werden. Und ganz klar natürlich, um digitalisieren zu können, brauchen wir natürlich auch die notwendige Infrastruktur dafür. 13,7% mehr Umsatz, aber gleichzeitig, und das ist die schlechte Nachricht, ein Minus von 3,4% in der Produktion. Für das, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, gibt es viele Gründe. Umsatz und Produktion klafft in der Tat auseinander. Da ist die Schere aufgegangen. Das kann kein Dauerzustand bleiben. Aber in einem gewissen Maß ist es normal. Wir haben eine Phasenverschiebung, die kommt aus Lagereffekten, Buchungseffekten, Preiseffekte. Und wir haben auch einen Punkt, der auf Dauer die Produktion ein bisschen dämpfen wird. Eine Spezialitätenstrategie. Wir produzieren zunehmend margenstärkere, innovative Spezialitäten und nicht mehr nur die Menge. Das heißt, das wird etwas dämpfen, aber trotzdem dieses krasse Missverhältnis, das kann nur ein temporärer Effekt sein. Die Chance, dass die Chemieproduktion noch in diesem Jahr ins Plus dreht, ist da. Auch für 2018 geht der Trend in Produktion und Umsatz nach oben.